Seid gegrüßt, liebe Good Game Empire Fans, und herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Good Game Empire. Oh, jetzt haben wir den Stein nicht gekriegt, schade. So, wie ihr seht, ich habe über Nacht hier wieder was angesetzt, was ein bisschen länger dauert, und zwar den Steinmetz. Der ist dann gleich Stufe 2, könnt mir jetzt in den Arsch beißen, dass ich die Mühle nicht angesetzt habe, aber nicht schlimm, das mache ich dann heute Nacht. Ja, und wir haben noch 20 Sekunden zu warten und dann passiert wieder etwas, nämlich wir brauchen nur 246 Erfahrungspunkte bis zum nächsten Level und die erreichen wir auf jeden Fall. Es wird jetzt gleich passieren, meistens bei 9 Sekunden. Yes, Quest erfüllt. Bedenkt immer, dass euer Lager nur über eine begrenzte Kapazität verfügt. Wir bekommen 428 Erfahrungspunkte, 600 Stein. Ja, ja, guckt euch das an. Bam. Ja, hat nicht lange gedauert und schon sind wir Level 23. Wir bekommen wieder 60 Rubine dazu. Ab jetzt können wir den Wachturm Stufe 2 bauen. Wir können das Wohnhaus auf Stufe 6 bauen, welches wir ja unbedingt für eine nächste Quest brauchen. Ja, und das Stadthaus Stufe 6, was aber für uns nicht interessant ist, sondern eher für die Rubinspieler. So, da kann ich euch auch einmal den Unterschied zeigen. Da in dem Stadthaus können nämlich wesentlich mehr Menschen wohnen und dadurch habt ihr dann mehr Platz. Die, ja, wenn ihr viel Geld machen wollt, weil halt in diesem Stadthaus, ja, mehr Steuerzahler leben dann, ne? So, wegklicken, Level 23, Wahnsinn, 1206 Erfahrungspunkte brauchen wir jetzt, aber da wir ja jetzt noch die Mühle hier haben, die bringt uns, Moment, ich schau mal eben, welche Questen wir jetzt erledigen müssen. Hier gibt es 705, wow, also, besitze Dekorationen, 22 von 25. Ja, das könnte ich ganz einfach machen. Da könnte ich mir so ein paar kleine Dekorationen hinsetzen. Aber ich warte noch mal hier mit dieser Quest. Ja, die Wohnhäuser haben wir alle auf 5. Okay, passt auf. Dann wenden wir jetzt einen kleinen Trick an. Wir werden jetzt wieder Sachen einlagern hier. So, zwei. Zwei Sachen einlagern. Ja, und dann bauen wir halt noch so kleine Sachen. Moment. Ins Baumenü. Dekorationslager haben wir die zwei jetzt drin. Ich hatte nämlich gestern den Rest wieder aufgestellt hier vorne. So, dann gehen wir mal auf Dekoration und dann schauen wir mal, wie wir jetzt was bauen können hier in dem Level. Das ist ja der Galgen. Den wollte ich ja letztens aufhängen. Stimmt ja. Ach Quatsch, den wollte ich aufhängen. Den wollte ich hier hinstellen. Ja, für die bösen Leute, die uns sabotieren, die wollten wir dann da hängen. Ich guck mal eben, plus 19, dauert eine Minute, kostet ja knapp 1200 von jedem. Ich habe in meinem Let's Play letztens gesehen, ey, ich verspreche mich immer so oft, Wahnsinn. Gut, der hier gibt plus 13, was hat der jetzt plus 19, ne? Ja, Moment, ich schau mal eben. Plus 13, nee, das lohnt sich nicht. Hier den Galgen hinzusetzen. Plus 19. Obwohl, oh, ich weiß es nicht, Leute. Nein, ich nehme den Taubenschlag. Ja, am liebsten würde ich natürlich warten hier auf diesen Marktstand. Oder auf das Theater. Das baue ich auch super gerne dann hinterher. Aber bis 28. Komm, wir bauen jetzt einfach hier so kleine Dinger rein. So ganz winzige, hier den Pranger zum Beispiel, den können wir ja hinterher dann wieder rausnehmen, getrost. Der dauert auch nicht so lange. Ja, und dann schauen wir mal, vielleicht können wir ja dann die Quest doch beenden heute. Mal sehen. So, ich will mal kurz in die offenen Ziele schauen, bevor ich euch bevor ich euch unseren neuen Außenposten jetzt zeige und die Feuer da drin. Ich bin seit heute Morgen schon schön am Löschen. Habe schon drei Feuer gelöscht, dauert natürlich jetzt eine ganze Zeit, aber ich zeige euch den gleich. Aber vorher möchte ich noch kurz mit euch die Quests besprechen. Und zwar haben wir, und weiter geht's ja gerade gesehen, da brauchen wir noch Dekorationen. 22 von 25 haben wir. Der hat das jetzt nicht ganz gecheckt, dass ich jetzt gerade zwei Stück wieder eingepackt habe, aber das ist nicht schlimm. So, dann haben wir Rasten, heißt Rosten. Das ist die Mühle auf Stufe 2, die baue ich über Nacht aus, die dauert knapp 11 Stunden. Das Rad muss ich weiterdrehen. Farmhaus auf Stufe 6, das mache ich dann danach sofort. Ja, nach der Mühle kommt dann das Farmhaus, das ist wieder eine XP-Quest und Nahrung bekommen wir. Wir sind nicht mehr im roten Bereich übrigens hier oben. So, und alles hat seinen Preis. Erreiche Bevölkerung, 210 von 300 haben wir. Wohnhausstatus auf Stufe 6 ausbauen. Ja, schlagen wir ja zwei Fliegen mit einer Klappe.
Habe ich ja gesagt, indem ich hier das Wohnhaus ausgebaut hatte. Wir können einmal die Münzen abholen. Wer sich jetzt wundert, warum ich so leise und bedacht spreche, irgendwas stimmt mit meinem Mikro nicht. Wenn ich ein bisschen höher spreche und ein bisschen euphorischer, dann rauscht das die ganze Zeit so. Das habt ihr wahrscheinlich dem Part Leilani Allianz gesehen. Wahnsinn. Wer ist denn jetzt neugierig, wie ich meinen Außenposten genannt habe? Ich muss da mein herzliches Dank an meinen Mann aussprechen, wie schon so oft. Ich saß nämlich hier wieder wie der Ochs vom Berg und habe gedacht, ma, wie nenne ich den jetzt? Meine Wahl wäre dann auf Lu gefallen, Lei Lu, und dann hätte ich gesagt, Mi, für Leilani, Luan und Michelle. Aber mein Mann sagte dann, komm, du hast den ersten Lei genannt, dann nenn doch den zweiten La und den dritten Ni. Boah, das war, fand ich so geil, dass der darauf gekommen ist. Und wie habe ich meinen dann genannt? Natürlich La. Und da zwei verboten sind, der hat mir die ganze Zeit gesagt, die sind zu kurz, also man kann nicht nur zwei nehmen, habe ich einfach so eine kleine Welle dazu gemacht. So, und jetzt zeige ich ihn euch. Da ist er. Die Stallungen, die haben wir leider nicht behalten können. Hier ist auch ein Steinbruch und zwei Wohnhäuser. In Schutt, hier ist noch ein Steinbruch. Ja, der Steinbruch Level 10 ist leider kaputt gegangen. Habe ich mir schon so gedacht. Genau die beiden, die ich nicht wollte. Aber ist egal. Ist nicht schlimm. Wir werden auf jeden Fall irgendwann dann den Steinbruch mal wieder ganz machen. Hier ist leider auch ein Wachhaus zu Schutt und Asche verbrannt. Ja, ist natürlich blöd, ne? Dass gerade diese Sachen, die wir noch nicht bauen konnten, kaputt gegangen sind, aber die Stallungen, die bauen wir ganz schnell wieder auf. Das wird dann das Erste sein, was ich mache, weil leider habe ich heute Morgen, ich habe heute Morgen versucht, mir Stein hier zu schicken. Habe so ein bisschen ausgetauscht zwischen Stein-AP und Holz-AP. Und ja, habe dann gesehen, von Lay kam ich wesentlich schneller mit den Stallungen dann hierher. Aber ist ja nicht so schlimm. Das dauert jetzt eine Stunde mit diesem Austausch. Kein Problem. Ich möchte euch jetzt mal kurz zeigen, was wir hier produzieren. Und zwar im Moment, ja, durch die Unruhen. Guckt euch mal an. Also die Dekoration ist bei 4516. Das ist der Wahnsinn. Mehr geht nur mit Rubin noch, mit Rubinzeug. Der Schutz liegt bei 260, ja, und die Unruhe ist leider minus 250. Bevölkerung ist ja hier null. Das hat der Oddi schon ganz gut gemacht. Aber ich weiß nicht, ob wir uns hier nicht noch welche reinsetzen, weil sonst werden wir nie ja, genug Steuern einsammeln. Aber da muss ich noch gucken. Also mal schauen. Ja, wenn wir die Unruhe dann beseitigen, dann würde der natürlich viel, viel mehr produzieren dann. Ist ja klar. Dadurch produziert er im Moment 235%. Und ja. Richtig cool. So, Nahrung produzieren wir hier 627,7. Ist natürlich jetzt tierisch in die Knie gegangen, dadurch, dass wir die hier verloren haben, die Farmhäuser. Aber wir schauen mal. Also, die bauen wir uns auf jeden Fall dann immer wieder levelgerecht aus. So mache ich das ja auch in Lay. Zeige ich euch gleich mal, wie weit ich da bin. Da habe ich noch ein bisschen was gemacht. Steinproduktion 1304,4 pro Stunde. Also, das kannst du schon fast nicht mehr ausgeben, außer wenn du hier wirklich diese Bam-Events hast, die richtig viel fressen. Apropos Bam-Event. Ja, ihr wisst alle, dass ich im Moment mit der großen Burg das Event mache, der Kraken. Und ich bekomme so viele Mails mit Fragen, wann das endlich die zweite Folge ist. Ja, ich werde auf jeden Fall versuchen, diese Woche den Kraken zu besiegen. Dauert natürlich Ewigkeiten, wenn du das ganze Zeug immer darüber schicken musst. Und ja, wir hatten noch andere Events jetzt in der grünen Welt, in der Hauptwelt. Ja, da muss ich mich ein bisschen gedulden. Da bestimmt mein Mann, wie schnell ich da bin und wie nicht. Das ist ja seine Burg immer noch. Auch wenn ich das Event filmen darf, bestimmt er immer noch, wie schnell das alles geht. Guck mal, da läuft gerade hier so ein Steinmetz durch unseren Park. Geil. Ja, und da muss ich mich halt ein bisschen anpassen. Aber der hat mir versprochen, dass wir dieses Event auf jeden Fall zu Ende bringen. Der hat mir auch gerade Aufgaben gegeben, was ich heute da noch alles so bauen muss. Auf jeden Fall ein bisschen Dekoration für die Kampfmoral und so weiter. Mache ich auf jeden Fall. Und dann mal schauen. Montag, Mittwoch, ach Quatsch, mein Gott. Dienstag oder Mittwoch werde ich dafür sorgen, dass wir dieses Event machen. Ja, und dann bekommt ihr ja auch zeitnah dann die Folge auf YouTube.
So, ja, jetzt habt ihr alles gesehen. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass wir hier den Schutt dann abreißen, wenn wir die Feuer gelöscht haben. Da können wir jetzt übrigens wieder eins ansetzen. Ich schaue jetzt gerade mal eben, was können wir denn? Die haben 50%, die dauern 1 Stunde 29. Die Türme würde ich gerne als letztes machen. Ich lösche jetzt erstmal das Lager. Oh Gott, das lösche ich über Nacht. Das wird auch viel, ja. Die Mühle ist Gott sei Dank nicht betroffen. Ich schau mal eben, was können wir denn? Da müssten wir hier unten löschen wir ein Farmhaus. Oh, 3 Stunden. Himmel, Arsch und Zwirnbirn. 20%, da, 1 Stunde. Alles klar, gut. Ich versuche auf jeden Fall heute, jetzt ist 11 Uhr, dann ist er um 12 Uhr fertig und dann können wir einiges ansetzen noch. Heute über Nacht lasse ich dann die Sachen brennen, die, ach Quatsch, die Sachen löschen, die stark brennen. Der Bergfried, der ist verschont worden. Ja, und die Dekoration, die brennt ja eh nicht ab. Gut, wir können im Großen und Ganzen, haben wir echt Glück gehabt. Da ist nicht so viel Schutt jetzt. Ich weiß nicht, was hier hinterher noch liegt. Hier ist auf jeden Fall eins in Schutt und Asche. Müssen wir mal schauen. Hier vorne auch. Schauen wir mal. Gut, so, jetzt gehen wir mal zu Lay. Zack, zu unserem anderen schönen großen Außenposten. Ah, der sieht auch toll aus, ne? Da habe ich die Farmhäuser jetzt mittlerweile auf Stufe 6. Die sehen mittlerweile toll aus. Natürlich nicht so wie die auf Stufe 10, aber die sehen echt cool aus. Hier machen wir ein paar miese, 26 Tage noch, aber ist nicht schlimm. Ich wollte auf jeden Fall über Tag jetzt noch ein paar Raubritter angreifen. Deswegen machen wir das mal so. Zack. Ja, und dann können wir bald auch schon wieder umstationieren, ne? Ich baue ein paar Leitern. Oh, da kriegen wir eine Belohnung. Zack, schön. Belohnung abholen. Ja, cool. Kommt das hier rein? Ne, kommt in die Hauptburg. Okay. Ja, der sieht ganz schnuckelig aus. Da habe ich jetzt mittlerweile die Holzfäller. Die können wir ja erst ab Level 24, also ab nächstes Level. Vielleicht schaffen wir es morgen. Mal sehen, wenn die Dekorationen, die kriege ich auf jeden Fall gebacken jetzt. Mal kurz zu Epic Leilani switchen. So, den kann ich nicht besiegen hier unten, da fehlen mir ein paar Truppen. Oh, 90 mittlerweile schon, ja gut, alles klar. Die Wölfe, da fehlen mir ein paar Truppen, aber wenn ich hier umstationiert habe, ist das kein Problem. Wie klein die Burg aussieht, ne? Wahnsinn. Genau, die Mühle mache ich. Jetzt setze ich mal noch eben schnell so ein Dekorationsding hier rein. Zack, ups, nein, hier. So einen kleinen Pranger, den setze ich daneben, kein Problem. So, und dann mal kurz die Quest. Ja, dann werden wir morgen auf jeden Fall Level 24 erreichen. Wenn ich die Mühle über Nacht ansetze, dann haben wir genug Punkte zusammen. So, und weiter geht's. Genau. Ja, jetzt hat das angenommen. 21 von 25. Ich muss also noch zwei Pranger bauen und die anderen raussetzen. Und dann ist alles easy peasy. Vielleicht kriegen wir das ja gleich noch gebacken. So, jetzt würde ich euch gerne etwas über die Leilani-Allianz erzählen. Dazu gehe ich mal kurz. Ach so, ihr könnt die auch übrigens hier suchen. Ihr geht dann auf Ruhm. Ne, Quatsch, auf Ruhm. Was erzähle ich denn da? Hört mal, diese Punkte, die wir jetzt bekommen haben, ich hatte ja den Angriff gemacht gestern, die sind übrigens nicht im Turnier erschienen. Also da muss ich mich nochmal beschweren, weil ich hatte nämlich nicht wenig Punkte gemacht bei meinem Angriff, den ich gestartet habe. Ja, muss ich mal schauen. So, 545. Wahnsinn. Ich habe 1016 Ehre, ich muss die mal abbauen. Sonst bin ich Opfer für die größeren. So, suchen wir mal Leilani-Allianz. Hier könnt ihr die so finden. Zack, da ist sie. Mitglieder 4, die hatten gestern noch 5 und hatten dann Probleme. Dann habe ich von dem Julian eine Mail bekommen. Leilani, hat er gesagt, wir haben keinen Platz mehr, die Leute wollen hier rein. Ja, hat sich gerade erledigt, weil einer von der Leilani-Allianz ist nämlich jetzt in meine Allianz gekommen. War ich auch heute Morgen ganz überrascht. Der Ralph ist in meine Allianz geswitcht. Gestern habe ich nämlich noch eine Mail von ihm bekommen und dann habe ich gesehen, dass der Leilani-Allianz beigetreten ist. Und daraufhin kam auch von Julian dann. Oh, hier wird gerade was erobert von einem Allianzlosen. Okay, nicht schlecht. Von Ordensritter Zeus, Level 15, der Troublemaker. Ja, nicht schlecht. Also, würde ich auch machen. So, genau, die Leilani-Allianz, die hat im Moment ein paar Schwierigkeiten gehabt. Die hat jetzt noch einen Platz, also könnt ihr euch gerne bewerben, mit diesem einen Platz. Ansonsten habe ich mir gedacht, ja, ich wollte eigentlich in diesem Spiel hier keine Rubine einsetzen, aber dadurch,
Ja, ich möchte jetzt was zurückgeben an den Jonas. Ach Quatsch, an den Jonas. Entschuldigung, an den Julian. Und ich habe mir einfach gedacht, ich werde mir dann ein paar Rubine kaufen und die dann in die Allianzkasse spenden. Weil, ja, ihr macht so viel für mich, ihr Abonnenten. Und dann kann ich auch mal was zurückgeben. Ich werde dann so ein paar Rubinchen kaufen. Ich glaube, für 2,99 oder so ist das Leisure. Und dann werde ich die einmalig werde ich das machen. Also ich werde das jetzt nicht immer machen, wenn ihr Rubine braucht. Dann werde ich die in die Allianzkasse spenden und dann könnt ihr ausbauen. Also das ist jetzt kein Problem für mich, da mal so ein paar Rubine zu kaufen. Aber wie gesagt, ich werde es einmalig machen und beim nächsten Mal müsst ihr dann gucken, wie ihr die zusammensammelt. Ja, dann habe ich noch etwas auf dem Herzen, was ich jetzt hier gerne mal sagen würde, weil es echt viel die Good Game Empire Leute betrifft. Ja, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also ich habe gestern mal mit meinem Partner, mit dem Longplayer darüber geredet, dass ich ganz schön platt bin in letzter Zeit, weil wirklich viel von den Leuten hier gefordert wird. Ja, da kommen nicht so ganz nette Mails teilweise, sehr fordernde Mails, dass ich doch die Burgen angucken soll und dann wird noch nicht mal Bitte oder Danke gesagt. Und sorry Leute, also so funktioniert das hier nicht bei mir. Ich gebe mir eine Menge Mühe, ich stecke viel Arbeit da rein, meine Freizeit. Ich bin zwar nicht berufstätig, aber ich weiß nicht, also wer den Beruf seiner Mama schätzt, ja, die, ich putze den ganzen Tag auch hier rum und weiß ich nicht, habe sehr viel zu tun, ich kümmere mich rührend um meine Familie, würde ich jetzt mal sagen. Heute Morgen schon um 7 Uhr aufgestanden und eine Tonne Pancakes gebacken, ja, zum Frühstück. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt dieses Let's Play nicht hätte, dann wäre ich nicht um 7 aufgestanden. Dann hätte es gereicht, wenn ich um 8 aufgestanden wäre. Aber ich muss ja eine Menge Zeit auch noch hier mit verbringen. Es ist ja nicht nur mein einziges Let's Play. Ja, und ich würde echt gerne haben, dass das mehr geschätzt wird. Und ich habe mir jetzt überlegt, also eher gesagt, kam diese Idee von Longplayer. Der hat gesagt, pass auf, Michelle, dann mach das anders. Dann verklicker den Leuten jetzt, dass du ab jetzt die Burgen nur noch deine Abonnenten anschaust. Ich habe erst gedacht, okay, vielleicht meinen die Leute dann, ich bin hier abonnentengeil und will nur, dass die Leute mich abonnieren oder sonst irgendwas. Aber ich weiß, dass 60% der Leute, die sagen, die mir sagen, ich soll die Burgen angucken und dabei auch noch sehr unverschämt teilweise rüberkommen, dass die mich nicht abonniert haben. Und das sehe ich einfach nicht ein. Also, ja. Ich weiß nicht, ihr werdet mit Sicherheit verstehen, ja. Also ich kann mich nicht hier anfurzen lassen, anflaumen lassen, wenn ich das mal vergessen habe. Die meisten sind super nett, also wirklich, die, aber wirklich, also überwiegend kommen wirklich sehr unpersönliche und sehr unnette Sachen hier bei mir an. Keine Ahnung, wo ist denn der Respekt geblieben? Wo ist denn die Dankbarkeit geblieben für das, was wir Let's Player hier machen? Wir machen das in unserer Freizeit, wir machen das als Hobby. Ich habe 80 Abonnenten, Leute. Was meint ihr, weil ich damit verdiene? Nicht. Ich verdiene nichts damit. Ich mache es aus Spaß, aber wenn mir der Spaß jetzt durch solche Sachen genommen wird, weiß ich nicht, dann muss ich Prioritäten setzen und meine erste Priorität ist jetzt halt, dass ich Burgen nur noch ansehe für Abonnenten. Ich bekomme das ganz einfach raus, das ist sehr überschaubar im Moment für mich, wer da joint und wer nicht bei mir auf dem Kanal. Das kostet nichts, wenn man mich abonniert. Sich bei YouTube anmelden kostet auch nichts, also das ist nicht irgendwie so, dass selbst wenn YouTube mit Google zusammenhängt, also wenn das ein und dasselbe ist, also das ist nicht so, dass ihr da irgendwie Spam-Mails bekommt oder sonst irgendwas, ihr bekommt das lediglich ein Google-E-Mail-Konto und das muss auch noch nicht mal sein, aber ich finde es super praktisch, weil diese Google-E-Mail-Kontos, die sind nicht schlecht, also ich nutze die sehr, sehr gerne. Ja, es ist wie gesagt alles kostenlos, meine Videos sind kostenlos und ja, wenn ihr in meinem Let's Play erscheinen wollt, das werde ich auch nochmal in der Burgenfolge sagen, dann abonniert mich bitte, weil ansonsten kann ich leider eure Burgen nicht mehr zeigen. Ich werde jetzt die erste Zeit fragen, ich werde sehen, ob ihr da die Wahrheit sagt oder nicht. An erster Stelle vertraue ich immer erst, ja, und so bin ich nun mal, also ich bringe erstmal Vertrauen entgegen, bis man das enttäuscht hat. Ich bin jetzt kein misstrauischer Mensch oder so, will ich auch nicht werden. Ja, das lag mir auf dem Herzen, damit kann ich ganz gut leben und ich denke mal, dass das auch nicht so wild ist jetzt, wenn man mich halt dafür, dass man hier in dieses Let's Play kommen möchte, mich abonniert. So, das war's auch schon.
Ich denke, unsere Folge ist hier auch damit zu Ende. Wie gesagt, ich werde mich nochmal melden, jetzt die Tage auf jeden Fall, also vielleicht morgen nochmal, mal gucken. Auf jeden Fall, wenn ich es geschafft habe, die ganzen Brände zu löschen, ich halte mich jetzt ran. Hier, meine Burg ist jetzt 24 Stunden offen. Ihr seht ja, ich mache eine Menge Kohle hier im Moment, weil ich die ganze Zeit 10 Minuten meine Steuern mache. Macht auch richtig Spaß. Also die Leute in der Allianz, die sind super nett und ja, ich habe mit vielen anderen Leuten, ich bekomme richtig viele Mails. Gut, jetzt ist noch sehr früh. Die Leute, die pennen noch oder sind in der Schule, da habe ich ein bisschen Zeit, aber manchmal kommt dort wirklich im Minutentakt hier die Mails rein. Ich habe auch schon wieder eine lange Liste mit Burgen, die ich ansehen soll. Ja, ich melde mich dann das nächste Mal zurück, wenn es was Wissenswertes gibt. Ansonsten mit dem Killen des Oktopusses, mal sehen. Oder mit der nächsten Burgenfolge, mal schauen. Also, ich wünsche euch was. Tschüssi!